Ja, die sind mal wieder leer. Wie immer. Die sind eigentlich immer leer. Thank you.
noch. Guck mal, was ich für einen coolen Hammer habe. Den habe ich vom This Old Tony kopiert. Da kann man nämlich hier oben mit Schrauben und umdrehen und hammern. This Old Tony auf YouTube. Genial, das Teil. Das ist ein alter Zündkerzenschlüssel. Ast rein. Ja, kriege ich kaum einen Bund. Wenn wir das als Pressverbindung machen. Na, sonst geht's nicht. Das müsste bündig sein. Bei dem, wenn wir das hier so bündig schweißen, würde das gehen. So, ne? Ja. Ist jetzt nicht das Schönste von der Welt. Aber, ja. Dann kommt der normale Spruch, der übliche Spruch, das ist dann halt so. Das Problem von den Radmuttern beim Discovery ist ja, dass das eine Edelstahlkappe ist, aha, die da drauf verpresst ist. Ja, ja. Und die Schraube unten drunter rostet auf und dann quillt die Kappe auf und dann steckt man die Nuss drauf und dann ist die Nuss fest und dann kriegt man die Nuss nicht mehr runter. Und wenn man dann neue Schrauben kauft, je nachdem welche Qualität, sind dann zwischen 6 und 15 Euro pro Stück weg. Gut, auf jeden Fall schweißen wir das jetzt ein hier. Da haben wir jetzt genügend Muttern. Wir können die da M14 mal 1,5 war jetzt das Gewinde. Da kann ich nur staunen, dass das überhaupt vorhanden war jetzt. Ein bisschen weniger mit. Genau genug.
so, ne? Sieht das aus. Wir halten es draußen mal dran, ob es draußen auch passt. Das ist wichtiger, ne? Mhm. So gehört das jetzt da dran. Ne, da schrauben wir es mal fest. Richten es aus. Wahrscheinlich muss ich die Länge noch abschneiden. Die Länge stimmt bestimmt noch nicht aus. Wir sollten die Batterie abnehmen. Nö. Okay, ich hab's auf Film, dass ich's vorgeschlagen habe und du nö gesagt hast. Ja, ich habe keine Lust. Wahnsinn, das kriegt so viel Verbindung. Die ja. Klemme ist ja direkt hier dran. Ja, aber eben. So, da unten haben wir es auch. Vielleicht noch ein bisschen. Das ist. Schraubzwinge, da ein Blatt, Schraubzwinge, da war ein Ruf. Ich würde sagen, so ist nicht schlecht. Aber ich habe doch gerade mit Robin geschimpft. So ist nicht schlecht. Ja. So, jetzt muss ich da einen Mechanismus dafür bauen, um das zu verriegeln, ne? Ja. Also der Plan ist jetzt, dass wir hier eine Platte auf die Stoßstange bauen und die mit Abstandsklötzchen auf die Stoßstange aufschrauben, weil da ist ja noch so 1,5 cm Schaumstoff drin. Und dann machen wir hier einen Schuh, der hier hinten in ein Fenster reingreift und angeschrägt ist, dass das immer schön da einrastet und nach oben gesichert ist und nach unten. Und dann machen wir, habe ich gedacht, so ein Ding rein, wenn das dann in dem Schuh drin ist, um das zu verriegeln. Ne? Das setzen wir dann hier hin und dann musst du hier nur so reinfassen, das so verdrehen. Ja, ja. Und dann kann man das schön rausziehen. Ja. Ja, so ja. Machen wir das dahin. Also muss ich jetzt als nächstes diese Platte hier befestigen auf dem Auto und den Riegel herstellen, wo das anschlägt. Na? Immer, ich muss das hier, da ist ja normal ein Reifen dran, das macht nichts. Oh je. Aber, da ist ja normal ein Reifen dran. Dass hier kein Platz ist, ne? Das heißt, das ganze Ding muss ja in dem Bauraum hier untergebracht sein. Ja. Das ist noch ein bisschen ein Problem. Ich habe also hier ein Limit, wie hoch ich da bauen kann. So, da bohren wir das jetzt rein. Ich hoffe, dass wir nicht durch das Kabel von den Dingern bohren. Oh Gott. Okay.
Ja, weiß ich genau, wo ich bohren muss. Ist da? Bohr 7 noch mit drauf. So, da haben wir jetzt hier solche Abstandsklötzchen. Die sollen da rein. Die sollen das unterbauen bis auf die Stoßstange und da kommt der Winkel drauf. Und der soll dann hier letztlich nach hinten und nach unten die ganze Sache abstützen. Das ist jetzt das finale Teil. Das kommt jetzt hier hin. Das verschweißen wir hier am Fahrzeug. Und da rein kommt dann dieser Stift. Und den kann man dann zum Verriegeln benutzen. Das ist so gemacht, dass der hier sich da hinten noch reinsetzt und dann da hoffentlich drüber gleitet und alle Kräfte und Momente gut abfängt. Noch geht. Jawohl. Und funktioniert? So, das funktioniert leider nicht mehr. Da fehlen einfach jetzt 7-8 cm, denke ich. 5-6. Was
Was wir da noch schnell machen wollen, ist, wir haben ja hier Gewinde reingeschnitten. Und die Stoßstange, die ist ja nur 2,5 mm Blech. Da hält ja so ein Gewinde nicht viel. Und da machen wir da Ziehmuttern rein. Die werden mit so einem Gerät gesetzt. Mit so einer Spezialzange. Und das probieren wir hier erstmal aus, ob wie das funktioniert. Ne? Also so würde das dann im Auto sein. Und da sieht man, das bildet da so einen Wulst. Und das ist schon alles. Rasen werfen. Ups. Ja. So, ich habe das jetzt mal durchgebohrt, wo diese, genau da, wo die Löcher sind. Und jetzt will ich das hier darauf ausrichten. Anzeichnen und einfach ausschneiden und hoffen, dass ich das gut treffe und dass dann auch die Höhe stimmt.